Diese Ausstellung ist deshalb so wichtig, weil wir hier die Gelegenheit haben, eine besonders große Sammlung an Stücken aus der Werkstatt Johann Joachim Kendlers zu sehen. Wir haben die Gelegenheit, Johann Joachim Kendler war lange an der Manufaktur Meißen beschäftigt, fast ein Jahrhundert kann man sagen, also in beiden Jahrhunderthälften, hat besonders in der Barock- und Rokokozeit Ideen entwickelt und Figuren geschaffen. Vom Anfang an arbeitete er mit Kirchner zusammen, mit seinem Kollegen. Und sie haben Tiere hergestellt in Lebensgröße. Die waren gedacht für das japanische Palais, das dem König August dem Starken gehörte. Und er wollte dort eine Tiergalerie einrichten. In einem der Eingangssäle sollten lebensgroße Tierplastiken dargestellt werden mit Tieren, die der König zum größten Teil in seinen Menagerien, in seinen Avarien, in seinen Käfigen auch besaß. Es waren viele exotische Tiere darunter, aber auch einheimische Tiere. Und Kendler hat von Anfang an als Bildhauer versucht, das Porzellan technologisch in den Griff zu bekommen, indem er ausloten musste, wie weit kann ich mit dem Material gehen, wie groß kann ich diese Tiere modellieren, dass sie im Brand überleben und auch ganz sozusagen ganz aus dem Feuer kommen. Und ich denke, dass er oft die Tiere mehrfach herstellen musste, um am Ende sicherzustellen, dass eines perfekt oder nahezu perfekt aus dem Ofen kommt. Die Ofentemperaturen waren schwer zu beherrschen. Der Ofen wurde mit Holz gefeuert und es war schwierig, über einen langen Zeitraum eine konstante Brenntemperatur zu erzeugen. Und deshalb war es eine sehr große Herausforderung für Kendler, diese Aufgabe anzunehmen, sozusagen die Tiere nahezu lebensgroß in dem neuen Werkstoff Porzellan herzustellen. Und wir haben hier keine lebensgroßen Tiere in der Ausstellung. Wir zeigen kleinformatigere Figuren, die Kendler für seine Klientel aus dem Königshaus bzw. adliger Familien herstellte. Und er hatte immer wieder Ideen, bestimmte Themen aufzugreifen, wie zum Beispiel Themen wie die Commedia dell'arte oder gerade Kabinettstücke, die kleine Szenen, kleine höfische Szenen einfangen, wie zum Beispiel ein Kavalier und eine Dame an einem Spinett sitzen oder andere kleine Momente einfangen, die die Leute amüsiert haben, die die Leute unterhalten haben. Und wir haben hier die besondere Gelegenheit, das heißt die Galerie Röbbig mit Alfredo Reis hatte die Gelegenheit, mit den Sammlern eine Vereinbarung zu treffen, dass viele Objekte hier zusammenkommen in Krakau auf dem Wawel, sodass man einen Überblick hat, was in Kendlers Werkstatt alles geschaffen wurde. Man kann die Figuren nebeneinander sehen, man kann sie vergleichen. Man wird überrascht sein über das ein oder andere, wie groß die Sachen eigentlich sind, wenn man vorher nur Fotos oder ein Buch durchgeblättert hat. Und hier hat man die wirklich einzigartige Möglichkeit, die Sachen im Vergleich zu sehen, im Original zu sehen, gut beleuchtet zu sehen, auf einer besonderen Bühne, die wir den venezianischen Bühnenbildnern Pizzi, Vater und Sohn, verdanken, weil sie haben ein perfektes Ambiente geschaffen, um diesen Figuren eine Bühne zu bereiten und sie auftreten zu lassen. Und vielleicht noch einen Satz, Alfredo Reis und sein Kollege Gerhard Röbbig haben seit 1975, betreiben sie diese Galerie in München mit Antiquitäten, spezialisiert auf französische Möbel und Porzellan, mit einem großen Schwerpunkt auf Meißner Porzellan. Und ich glaube, sie entwickelten schon sehr früh diesen Traum, eines Tages eine solche Ausstellung realisieren zu können. Jetzt ist es geschafft. Also wir haben jetzt diesen Moment, wo die Sammler auch bereit waren, große Teile ihrer Sammlungen für diese Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, hier ist für alle von uns ein Traum wahr geworden. Musik